Kamera läuft. Sag mal erstmal was, was ich machen soll. Ja, mach erst offenbar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, wir haben heute den 8.6. Wir hatten gestern eine Kundgebung in Freiburg gehabt. Laut einer Zeitung waren 300 Leute im Innenraum gewesen bei der Kundgebung und 400 Leute außen herum. Darunter auch Gegendemonstranten und sehr, sehr viele Schaulustige, sehr, sehr viele, die interessiert waren, die sogar am Ende geklatscht haben, also Deutsche. Ne? Und einer hat den Islam angenommen. Letzte Woche waren wir in Bremen, da haben 5 Leute den Islam angenommen. Einer stand kurz davor. Deswegen haben einige gedacht, der hätte schon den Islam angenommen, haben gesagt, es wären 6 gewesen, aber es waren 5. Und so gehen wir durch die Lande momentan, weil wir es als notwendig ansehen, die Botschaft ins Herz der Gesellschaft hineinzutragen. Es nützt nichts, wenn wir in Deutschland einige wenige Moscheen haben, wo einige wenige Leute hinkommen und von profitieren. Das ist natürlich gut. Ich sage nicht, das nutzt nichts. Das ist falsch zu sagen, das nutzt nichts. Sondern ich will damit sagen, damit kann man nicht wirklich etwas verbessern. Damit kann man nicht wirklich eine positive Veränderung hervorrufen. Und deswegen, liebe Geschwister, gehen wir raus. Dort erreichen wir Leute, die nachher zu uns kommen, die das Gebet lernen wollen. Dort erreichen wir Leute, die vorher eine schlechte Meinung gehabt haben und die dann eine bessere Meinung haben. Diese Vorträge haben einen unheimlichen Motivationsfaktor und das sagt jeder, der dabei war. Jetzt zum Beispiel, ihr wart ja gestern wieder dabei gewesen. Was ist für euch der Unterschied, den ihr spürt bei einem Open-Air-Vortrag oder zum Beispiel einem Vortrag in einer Moschee? Was ist für euch da so was der Unterschied? Man kriegt auf jeden Fall einen stärkeren Iman-Kick, sag ich mal, jetzt draußen. Ja. Weil die Leute da demonstrieren und gegen einen sind. Ja. Also auch neutrale Leute sind dabei, also die Leute, die von außen kommen und nicht mal ganz. In der Moschee sind ja meistens nur Muslime. Ja. Bei den Kundgebungen Leute von außerhalb auch hören können. Und man kann auch gucken, wie die reagieren und solche Sachen. Ja, ja, ganz genau. Und das ist gerade gut, was du gesagt hast. Und ich habe die Brüder gerade spontan gefragt. Die wussten gar nicht, dass ich sie fragen werde. Das ist halt, wie gesagt, der große Unterschied. Dass man einfach mal spürt, wie es ist, als der Prophet a.s.w. bekämpft wurde, als zum Beispiel Gegendemonstranten kamen. Und das tut nicht weh, aber man spürt etwas. Ja? Und dass man sieht, dass Muslime kommen, die vielleicht gar nichts mit der Religion zu tun haben, die kommen nicht zu einem strukturierten Unterricht in der Moschee, wo ich jede Woche einen Unterricht mache. Das ist auch schön, das soll man weitermachen, wir sind dafür. So. Und da kommen aber auch Leute, die einfach nur interessiert sind. Und Alhamdulillah, da haben wir gestern sehr viele erreicht. Und ich habe gesehen, dass sehr viele da einfach schaulustig waren und zugehört haben. Und deswegen schadet uns diese Hetze auch nicht. Weil Schaden bedeutet, etwas, was schlecht war, oder etwas, was gut war, schlecht zu machen. Aber wir leben in einer Ruine, was das Image des Islams angeht. Da kann man nichts mehr kaputt schlagen. Aber man kann verbessern, Leute kommen, hören zu. Und deswegen, liebe Geschwister, in diesem Monat sind wir, inshallah, Ende des Monats in Offenbach. In Offenbach, in der Nähe von Frankfurt, inshallah, mitten in der Innenstadt. Und wahrscheinlich wird es wieder stattfinden vor dem Kentucky Fried Chicken wie damals. Aber, liebe Geschwister, lasst euch nicht einreden, dass der Vortrag ausfällt. Diese Gerüchte werden immer, immer wieder verbreitet. In Bremen haben wir dasselbe Problem gehabt. Die Zeitungen haben vorher wieder geschrieben, der Vortrag würde ausfallen. Informiert euch auf der Facebook-Seite. Informiert euch auf den YouTube-Seiten. Der Vortrag fällt inshallah nicht aus. Erst vergewissern, keine falschen Gerüchte weiter verbreiten. Bevor ihr das, weil das Problem ist, die Leute hören das, ey, hast du schon gehört, der fällt aus. Echt, fällt aus, ja. Boah, ja, warte, ich will den Brüdern schnell Bescheid sagen. So ist es in Bremen passiert. Da posten dann Leute Zeitungsartikel aus der Zeitung, ja, oh, die Kundgebung in Bremen fällt aus. Übrigens in Bremen, wir haben die Zuschauer gezählt. Wir haben diesmal Fotos geschossen. Und da waren insgesamt nur bei denen, die vor der Bühne standen, waren wie viel? 500? 570. 570? So ungefähr, ja. Ich dachte 590, habe ich gedacht. Oder so, ja. Ich
Auf jeden Fall weit über 500, fast 600 nur vor der Bühne. Und das natürlich wieder mit dieser Masche. Es fällt aus. Und dann kommen dann nachher viele Brüder und sagen, ja, wir haben gehört, es fällt aus. Deswegen hört nicht darauf, wenn jemand sagt, es fällt aus. Diese Gerüchte werden immer verbreitet. Hört nicht darauf und verbreitet sie nicht. Er findet in Schala statt, in Offenbach. Am wievielten ist das genau? Ich glaube am 28. Samstag. Samstag, der 28. müsste das sein. Wir blenden es nochmal ein. Ja, in Offenbach, mitten in der Stadt in Schala vom Kentucky Fried Chicken, wo wir damals gewesen sind. Sagt jetzt allen Leuten Bescheid. Sagt allen Brüdern Bescheid. Wenn ihr Muslime kennt, die nicht so praktizieren sind, bringt sie mit. Wenn ihr nicht Muslime kennt, bringt sie mit. Inshallah werden sie dort eine bessere Meinung vom Islam bekommen, so wie wir das bei Dutzenden Kundgebungen, alhamdulillah, schon hinbekommen haben. Das ist unser Ziel. Das, am Anfang war geplant, dass das Thema ist Scharia, barbarisch oder perfekt. Aber es kann gut sein, dass das Thema nochmal geändert wird. Auf jeden Fall wird es ein interessantes Thema geben. Inshallah wird auch Abu Adam dabei sein und vielleicht noch einige andere Prediger. Wie gesagt, das ist die Botschaft. Denkt dran, liebe Geschwister. Verbreitet die Nachricht jetzt über Facebook, Twitter, über alle Kanäle. Inshallah sind wir Ende des Monats in Offenbach zu einem Open-Air-Vortrag. Und lasst euch keinen Schrott erzählen von Rebellion gegen den Herrscher. Kundgebung hat nichts mit Rebellion gegen den Herrscher zu tun. Und lasst euch nichts erzählen von Bidda. Das hat nichts mit Bidda zu tun. Der Prophet ist auch mitten in die Stadt gegangen, hat über den Islam geredet. Ja, was gibt es noch sonst für einen Schwachsinn, der gelabert wird? Ja, auf jeden Fall, liebe Geschwister. Und wenn ihr kommt, bitte, ja, achtet auf islamisches Benehmen. Lasst euch nicht provozieren. Alhamdulillah, es hat bisher immer gut geklappt. Ja, gestern haben einige Leute versucht, eine Flasche auf die Bühne zu werfen. Alhamdulillah, die Brüder sind trotzdem ruhig geblieben. Und das haben dann die Außenstehenden gesehen. Die Außenstehenden haben gesehen, wie asozial sich die Schiiten benommen haben. Die ganze Zeit den Mittelfinger am Zeigen, nur Schimpfworte am Rufen. Und dann haben sie gesehen, hat man nachher gesehen, wie sie über die Schiiten den Kopf geschüttelt haben, weil wir uns friedlich und besonnen benommen haben. Und deswegen weiter so. In Bremen, es gab sehr viele gute Stimmen von Nichtmuslimen, die gesagt haben, oh, wir haben ein ganz anderes Bild bekommen. Ja, jedes Mal nach diesen Open-Air-Vorträgen kommen Nichtmuslime zu uns und sagen, wir haben ein ganz anderes Bild bekommen. Alhamdulillah, hier in Freiburg, die Zeitung hat vorher geschrieben, Hassprediger kommt, bla bla bla. Und deswegen sind viele Leute gekommen, die wollten das einfach mal live erleben. Und dann siehst du sie, wie sie dort stehen und sagen, boah, was ist das hier? Genauso in Bremen. In Bremen wurde auch erzählt, Hassprediger nicht gesehen, bla bla bla. Und die Leute schreiben uns nachher, dass die Medien, die muss man verklagen. Deutsche, nicht Muslime, schreiben uns, ihr müsst die Medien verklagen, was die für Lügen erzählen. Wir fanden das schön, was ihr erzählt habt. Wir werden uns jetzt mehr mit dem Islam beschäftigen. Deswegen lasst euch keinen vom Weihnachtsmann erzählen. Inshallah, wir haben Erfahrung, wir wissen, was wir machen. Und unsere Dawah ist quicklebendig im Gegensatz zu der Jammerlappen-Dawah. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft geben. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.